untauglich. Wahlkampfschnickschnack im Seniorentest. Unaufhaltsam. Das langsame Sterben von Potsdams Mitte. Unterschätzt. Explosive Altlasten in märkischen Seen. Undurchsichtig. Täuschungsmanöver im rechten Wahlkampf. Guten Abend. KU veranstaltet eine Pressekonferenz. Stargast und Zugpferd ist der Ex-Republikaner Franz Schönhuber. Für uns Brandenburger ist diese Veranstaltung der einzige Pressetermin in der Region. Wir erfahren, dass die DVU gar nicht so rechts ist und dass es doch nur gegen kriminelle Ausländer geht. Und dann, auf Drängen der Journalisten, verrät der Spitzenkandidat aus Mecklenburg-Vorpommern seine Kenntnisse vom Programm der Partei. Ich weiß, was in unserem Programm steht. Da steht drin, dass wir die Partei sind, die für soziale Gleichheit ist, dass wir eben nicht die Armut, das Reichtum vergrößern wollen. Die Armut wird immer gut, der Reichtum ist auf wenige Leute konzentriert und die Armut, die wächst. Und wir sind eben, in unserem Programm steht drin, dass wir uns einsetzen für die Bevölkerung in allen Interessen, Interessen der Lebensfragen. Die DVU weiß wohl, warum sie ihre Spitzenkandidaten lieber unter Verschluss hält. Einzig unsere Suche nach Brandenburger Kandidaten bleibt vorerst vergeblich. Seit Wochen werden wir bereits am Telefon abgewimmelt. Also machen wir uns auf die Suche. Die Kandidaten der DVU stehen schön feinsäuberlich aufgelistet mit Adresse im Brandenburger Wahlverzeichnis. Politikergehälter kürzen und kriminelle Ausländer raus. Wir sind gespannt auf die Köpfe hinter den starken Sprüchen. Unser Kandidat Nummer 1 ist der Rentner Werner Firneburg. Er lebt in dieser Siedlung in Müncheberg. Trotz Redeverbot von der Parteileitung aus München kommt er ein bisschen ins Plaudern. Ja, meine politische Meinung können Sie erfahren, wie wir da haben. Beim Bundespressesprecher, können Sie erfahren, ne? Die ganze Meinung können Sie da erfahren. Ihre Meinung erfahre ich vom Bundespressesprecher? Ja, wir haben ja eine einheitliche Meinung. Da können Sie die können Sie erfahren, in München zum Beispiel, da sagt Ihnen jeder, was los ist, ja. Also wenn Sie sagen, kriminelle Ausländer raus, wie viele Leute nehmen denn hier in Brandenburg aus Arbeitsplätze weg oder sind kriminell? Wissen Sie das denn? Ich kann nicht sagen, wie viele es hier sind, aber auf jeden Fall, man hat ja nicht dagegen, wie viele es sind, sondern man hat was dagegen, dass es zu viele kriminelle Ausländer gibt. Wie viele sind es denn? Weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, da müssen Sie einen Bundesverfassungsgericht anrufen oder irgendwas. Weiß ich nicht. Ich habe ja keine Unterlagen darüber. Ich weiß nur, dass kriminelle Ausländer da sind. Das liest man in den Zeitungen. Haben Sie ein konkretes Programm, Arbeitsbeschaffungsprogramm? Wir haben alle Programme da. Die erfahren Sie denn, wenn es denn soweit ist? Ja. Kennen Sie die denn schon? Ja, das brauche ich Ihnen auch nicht so sagen, die kenne. Ich sage bloß, wenn es soweit ist, wird die Öffentlichkeit unsere Programme schon erfahren. Unser Kandidat Nummer 2 heißt Michael Klaus. Er hat ein Haus in Petershagen bei Berlin und einen freilaufenden Hund. Den Hund treffen wir ganz alleine an, denn der Kandidat Klaus hat sich mitten in der heißen Wahlkampfphase in den Urlaub abgesetzt. Wir klingeln vergeblich. Unsere Kandidaten 3 und 4 heißen Tietz und Mieles und wollen zunächst nicht mit uns reden. Ich bitte Sie, sich an unseren Pressesprecher, Herrn Bernd Böse oder an Herrn Gerlach zu wenden. Dankeschön für den Besuch. Es ist ja immer so, es wird niemals das gesendet, was wir wirklich sagen, sondern man versucht, einen Satz herauszuziehen und sich an diesem Satz festzunageln. Der kommt noch hinzu, dass wir unerfahren sind im Umgang mit Medien und daher so gewieften Journalisten, wie Sie es sind, wahrscheinlich auch gar nicht erwachsen werden. Ja. Immerhin, wir bekommen noch 2 DVU-Programme. Herr Tietz, aber trotzdem fällt noch mal eine kurze Frage. Nein, wir geben kein Interview. Der Kandidat Nummer 5 ist der Pensionär Hartmut Koch. Im Örtchen Stücken erfahren wir, dass er unbekannt verzogen ist. Unser DVU-Kandidat Nummer 6 ist wohl das, was man einen netten jungen Mann nennt und der Einzige, der sich bereitwillig mit uns unterhalten will. Der 22-jährige Oliver Köhler will Bauingenieur werden, er ist überzeugter Parteiaktivist und hat schon bei Wahlkämpfen in Sachsen-Anhalt und Hamburg mitgeholfen. Er liest begeistert die Nationalzeitung. An der DVU gefällt ihm, dass man sich dort ohne Hemmung dazu bekennen kann, ein Deutscher zu sein. Kriminelle Ausländer müssen raus, findet auch er. Wie das allerdings in der Praxis funktionieren soll, kann er uns nicht erklären. Das Problem ist ja nicht so einfach und es ist ja nicht so, dass nicht irgendwelche Leute, die sich seit Jahren mit solchen Sachen beschäftigen, dass sie da plötzlich den Stein der Weisen gefunden hätten. Ja, wenn es aber jetzt auch nicht von mir verlangen, dass ich mich noch nicht seit Jahren damit beschäftige, dass ich jetzt alles weiß. Ne? Nur Ihre Partei vertritt diese Parolen, ne?
Ja. Und Sie kandidieren für den Bundestag, da sollten Sie das schon wissen, finde ich. Ja, sicher. Ist schon klar. Ich weiß das jetzt auch nicht hundertprozentig. Zu guter Letzt der Höhepunkt unserer kleinen Reise, der Spitzenkandidat der DVU Brandenburg. Axel Hesselbart ist Bauunternehmer und Schießsportlehrer und leider für uns nicht zu sprechen. Also Sie sind der Spitzenkandidat der Partei. Kein Interview und das, obwohl wir vorher ein halbes Dutzend Mal telefonisch um eins gebeten haben. Wir fordern doch gar nichts, wir wollen nur mit Ihnen reden. Nein, reden, das ist wirklich zu viel. Hesselbart verschwindet wieder im Carport mitsamt deutschen Schäferhund. Diese jungen Leute am Tapeziertisch der NPD sind Extremisten. Sie verteilen Handzettel für Volk und Vaterland. Ihr Ziel, Deutschland, soll total ausländerfrei werden. Ihre Partei ist nach einer Art Führerprinzip organisiert. Sollten sie irgendwann an die Macht kommen, wäre das wohl das Ende unserer Demokratie. Im Gegensatz zur DVU scheuen sie die Öffentlichkeit nicht. Im Gegenteil, sie provozieren gerne. Wir müssen vor Ort versuchen, das Thema Nation wieder ins Volk zu bringen. Unser Volk, gerade die Deutschen hier auch in Mitteldeutschland, sind von dem Begriff Nation sehr entfremdet worden. Und gerade da wollen wir anfangen, vor Ort an den Leuten wieder den Begriff Nation ins Volk zu bringen. Frankfurt-Oder, die Parteisoldaten hängen Wahlplakate. Hier ist Händel zu Hause. In den letzten Jahren ist es ihm gelungen, rechte Schläger und Gewalttäter in die Partei zu integrieren und für die Zeit des Wahlkampfs ruhig zu stehen. Die NPD hat öffentlich einen Gewaltverzicht erklärt, Überfälle auf Ausländer könnten Stimmen kosten. Doch niemand in Frankfurt traut dem Frieden, auch nicht die verdeckten Ermittler beim Staatsschutz. Ob das nach der Wahl umschlägt, man kann es vermuten, denn es gibt Indizien dafür, dass diese rechte Szene Informationen über missliebige Personen sammelt, in Form von Adressen, amtlichen Kennzeichen, sogar Fotos werden gemacht. Und da liegt es natürlich nahe zu vermuten, dass diese Dinge mal benutzt werden könnten gegen diese Personen. Und sicherlich nicht gewaltfrei. Veröffentlicht wurde die Adressenliste im sogenannten Frankfurter Frontberichter mit dem Zusatz, Kameraden, lasst euch etwas einfallen. Gewalt gegen Ausländer hat Tradition in der rechten Szene. Im März dieses Jahres wurde André W. zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Er hatte einen polnischen Studenten überfallen und soll ihn für den Frontberichter fotografiert haben. W. gilt als Kopf der rechten Szene und enger Vertrauter Hähnels. Die Frankfurter Plattform gegen Rechts auf den Spuren neonazistischer Schmierereien, SPD gleich Judenknechte und Volksverräter, die politische Putzkolonne hat viel zu tun in Frankfurt. Nur ein paar Straßen weiter bekommen sie Gesellschaft, Händel und seine Leibgarde sind herbeigeeilt, noch ganz atemlos. Solche Besuche sind Programm, die Rechten sind gut gerüstet, ihre Beobachter verteilen sich über die Stadt und sind mit Handys ausgerüstet, so kann man überall Präsenz zeigen. Angst. Also ich behaupte an der Stelle ganz einfach, für viele Leute, die hier sind und genau das machen, ist das einfach ein Ansatz, dass Angst entsteht. Es ist eine Strategie von ihnen, Angst zu verbreiten. Deswegen werden wir auch dann, wenn wir öffentlich diskutieren, von vielen Leuten nichts dazu hören, weil viele Leute werden sich nicht outen. Sie werden ihr Gesicht nicht zeigen, die Anti-Antifa ist unterwegs. Teilweise wird fotografiert, mich hat es gewundert, dass sie nicht mit dem Fotoapparat unterwegs sind. Abends dann eine Plakatwand der NPD, bewacht vom Spitzenkandidaten und seinen Getreuen. Die Polizei ist gekommen, ein linker Jugendlicher soll geschlagen worden sein, es gibt eine Anzeige, ein Rechter wird festgenommen. Und dann ist es auch vorbei mit der selbstverordneten Gelassenheit. Unser palästinensischer Kameramann wird mit rassistischen Sprüchen beleidigt. Selbst der sonst so wendige Hähnel schweigt nun. Wir sind wagt, ich bin nicht bereit, Ihnen Auskunft zu erteilen. Warum? Muss Ihnen reichen. Weil du das nicht kannst. Ach, hier nach Hause gehen. Es gibt in Brandenburg nicht nur politische Altlasten aus der DDR-Zeit. Es gibt auch welche, die weit länger sind.